5:08, hier ist der Live-Radio-Verkehr. Wir bringen euch perfekt durch Oberösterreich. Was ist das alles? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Das ist die selbstgemachte Pizza, heute mal ein bisschen anders als sonst, ein bisschen dünner gemacht. Schönen guten Morgen, willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin gerade unterwegs nach Neuhofen zur nächsten FM ins Studio, weil wir dort einen Termin haben. Und später dann habe ich bei Live Radio die Abendsendung. Also heute ist ein ereignisreicher Tag. Kurz davor fahre ich aber noch zum Spar, weil ich möchte noch so einen Coffee to go, bevor ich jetzt dann ins Studio fahre. Und ja, das hole ich mir jetzt. So. Ah. So, fertig. So, diesmal habe ich gleich zwei Kaffees genommen, weil doppelt hält ja, wie man kennt, besser. Und deshalb habe ich einfach gleich zwei Stück genommen, weil ich, wie gesagt, ich habe heute Abendsendung und bis 22 Uhr. Da brauche ich sicher später nochmal einen Kaffee, also habe ich jetzt an. Mittlerweile ist es schon fast 18 Uhr, ich bin im Sender angekommen und meine Sendung beginnt gleich. Und da werde ich heute einfach ein bisschen mitnehmen. Ja, und da sind wir schon in der guten Stube. Das ist es, das Studio hier bei Live Radio. Ich habe jetzt Sendung von 18 bis 22 Uhr. Da heißt, da gibt es einiges zu tun. Wetter, Nachrichten, Verkehr, alles das natürlich. Und das, was Oberösterreich interessiert natürlich. Unter anderem jetzt unsere neue Live Radio Aktion, Live Radio zahlt. Da zahlen wir Wünsche, Träume und Rechnungen. Mitmachen geht übrigens ganz einfach auf Live-Radio-Tick, ganz gerne mal reinschauen. Ich zeige euch einfach gleich eine Moderation, und zwar bin ich in 10 Minuten Verkehrsservice und das werdet ihr gleich mitschauen können. Grippostar C von Stada. Stark bei Erkältung. Rezeptfrei in Ihrer Apotheke. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker. 5:08, hier ist der Live-Radio-Verkehr. Wir bringen euch perfekt durch Oberösterreich. Momentan schaut's gut aus, ihr habt überall freie Fahrt. Wenn ihr aber wisst, wo es staut oder wo geblitzt wird, 0732, 3x7 und 3x9. Der Verkehr präsentiert von Zauchensee. Auch in diesem Winter eure Nummer 1, wenn es ums gescheit Skifahren geht. Das war jetzt eine Verkehrsmoderation und gleich geht's um künstliche Intelligenz. In der Zwischenzeit haben wir übrigens jetzt mal das ganze Licht abgedreht, weil ich finde es so viel angenehmer. Man schaut euch das mal, wie gemütlich das da drinnen ist. Einfach kuscheliger irgendwie. Da unten übrigens in der Linzerie sind einige am Essen und ich bin hier oben. Der perfekte Mix für Oberösterreich. Hier ist Live Radio am Montagabend. So oder so ähnlich. Das ist künstliche Intelligenz. Es gibt dazu eine Seite, einen Chatbot, der heißt ChatGPT. Und den kann man wirklich alles fragen. Und zwar wirklich alles. Er liefert eine ziemlich gute Antwort sogar. Kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Ein Beispiel, ihr schreibt rein. Schreibe einen Song über unsere Morningshow perfekt geweckt. Ich wache auf entlang der Vögel, die Sonne scheint durchs Fenster. Ich spüre den warmen Luftzug, der mich sanft umfängt. Ich strecke mich und fühle mich wie neu. Ein perfekter Tag beginnt. Die Welt draußen ist so schön. Ich bin perfekt geweckt. Ich fühle mich wie auf Wolken. Ich bin bereit für alles. Jetzt noch mit der Stimme von Taylor Swift und es ist garantiert ein Nummer 1 Hit. Probiert es gerne mal aus. Alle Infos und der Link zum Chatbot jetzt online auf liveradio.at. Mittlerweile ist es kurz nach 9. 3 Stunden meine Sendung habe ich schon hinter mir. Jetzt habe ich noch gut eine Stunde vor mir und dann geht's ab nach Hause. Und der Miguel hat mal geschrieben, er hat irgendeine Überraschung für mich mit einem lecker Smiley. Also, dass es gut schmeckt oder gut ist. Also, ich bin gespannt, was es ist. Ich habe wirklich ein bisschen Hunger. Ich habe eigentlich gesagt, ich mache mal dann ein Brötchen, aber mal schauen, was er da zu Hause vorbereitet hat. Ja, zu Hause steht dann auch noch einiges an. Morgen muss ich auch erst wieder um 13 Uhr zur Arbeit, weil ich auch wieder die Abendsendung habe. Das heißt, morgen wird er mal aufgeräumt und dann kochen wir gemeinsam, Miguel und ich. Vielleicht zeige ich euch das auch noch. Ja, ich hoffe, euch hat es da gefallen, was ich euch jetzt da gezeigt habe. Natürlich werde ich euch noch öfter mitnehmen in die Abendsendung oder auch in die Wochenendsendung. Die habe ich nämlich ab Mitte Februar und da freue ich mich auch schon ganz, ganz besonders drauf. Jetzt geht's weiter mit Miguel zu Hause. Ich bin ja zu Hause, denn ich hatte heute Frühschicht und morgen habe ich frei. Das tut eigentlich gerade nicht wirklich viel zur Sache. Aber Marc ist ja noch arbeiten und Marc hat mir vorhin geschrieben, dass er bei der Arbeit jetzt am Samstag immer eine eigene Sendung bekommt. Und das ist ja total der Fortschritt und ich bin
so stolz auf ihn. Und bin total happy, dass das so geklappt hat. Ja, und da wir ja letzte Woche Sushi für uns entdeckt haben, dachte ich, bestelle ich das jetzt mal. Ist ja der perfekte Anlass dazu. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe es um 20.40 Uhr bestellt. Es kam um 21.07 Uhr oder sowas an. Ich hätte zwar gedacht, es dauert irgendwie wieder eine Stunde oder so, aber jetzt ist halt jetzt schon da. Muss aber nicht gekühlt werden oder warm gehalten werden oder so. Von daher ist es egal. Und wenn Marc dann nach Hause kommt, dann werden wir das Ganze essen. Das Garagentor öffnet sich schon. Ich bin nämlich schon quasi zu Hause. Miguel, ihr habt ja gesehen, was er gemacht hat. Ich habe nur keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach mal in die Garage fahren und dann gemütlich einparken, hochgehen und dann werden wir es eh. Das werde ich eh nur rausfinden, was er gemacht hat. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. So. Und einparken. So. Fertig eingepackt. Jetzt geht's nach oben und dann schauen, was er gemacht hat. Nein. Du hast Sushi geholt. Ja. Was ist das alles? Keine Ahnung. Ich hab nicht. Na gut, wir probieren es einfach, oder? Ja. Neuer Tag, neues Glück. Heute scheint sogar die Sonne und das macht mich sehr glücklich, wobei leider ab Nachmittag wieder Regen angesagt ist. Wurscht, jetzt gibt es eine Sonne und das macht mich richtig glücklich. Es ist Donnerstag, jetzt geht es erstmal in die Arbeit. Heute Abend wird gekocht und vielleicht sogar noch eingekauft. Mal schauen, kann aber auch sein, dass wir erst morgen fahren. Also mal schauen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim weiteren Video und ich fahre jetzt mal in die Arbeit. Und da bin ich wieder zu Hause und es wird gerade fleißig gekocht, also ich fange gerade an. Es gibt heute Nudeln mit Hackfleisch und Tomatensauce und das, meine Freunde, ist Meersalz. Ich habe mir so eine Riesenpackung Salz gekauft, weil beim Nudelkochen braucht man immer relativ viel Salz. Und ja, da kommt gleich ein bisschen was ins Wasser rein und der Miguel kommt auch gleich haben. Und den habe ich heute überrascht, denn ich habe ihm von Linz heute Maki, Sushi, Maki-Dings mitgenommen, weil er das auch so gern mag und jetzt habe ich ihm das mitgenommen. Ich koche zwar jetzt, aber er muss ja von dem halt nicht so viel essen, dann kann ich morgen Mittag auch noch von dem essen. So, und jetzt kocht das Wasser, ich muss jetzt die Nudeln reingeben. Nudeln sind übrigens fertig. Fleisch brutzelt gerade, es ist ein bisschen laut, die Zwiebel ist schlecht, aber es ist eine andere Zwiebel drin und es schaut schon ziemlich gut aus, finde ich. Ja! Ich hab's heute mal endlich mal dran gedacht. Und es ist ganz frisch, wo ich zum Zug bin, hat der das gerade gerollt. Ich koche zwar gerade, aber du kannst es gern essen. Du kannst, wenn du noch Hunger hast, das später nochmal essen. Ich bin eh lange was bleiben. Eben. Aber du kannst das gern jetzt dann gleich verspeisen. Ja, sehr gut. Gegessen haben wir mittlerweile auch schon. Und jetzt gerade bin ich dabei, die Pflanze hier auszutauschen, die da gestanden ist. Weil die da steht, ist künstlich. Und die jetzt draußen steht, ist echt. Und die braucht irgendwie mehr Sonnenlicht oder mehr Tageslicht. Und deswegen kommt die jetzt wieder hier rein. Und die andere dafür nach draußen. Außerdem werden meine anderen Pflanzen jetzt mal ein bisschen beschnitten, damit sie wieder schöner wachsen und wieder schöner ausschauen. Und außerdem muss ich dann noch gleich staubsaugen und das Kabel schöner verlegen. Also das alles ist jetzt aus der Pflanze gegangen, aus der und aus der. Also es ist schon einiges an Mühe und das muss ich jetzt alles wegsaugen oder wegschmeißen. Aber einiges wird es dabei und ich hoffe, dass der Pflanze jetzt dann wieder besser geht demnächst. So, der ganze Pflanzendreck ist jetzt hier drin. Jetzt wird ja gesaugt. Zu Hause angekommen, habe ich eingekauft und das werde ich jetzt erstmal ausräumen. Heute ist Freitag, heißt es gibt wieder die selbstgemachte Pizza, die ist echt gut. In 2 Tagen geht's los und wir fahren nach Tirol. Miguel weiß aber nichts davon. Er ist noch in der Arbeit, deswegen kann ich so offen drüber sprechen. Er weiß nur, wir fahren wohin und übernachten, aber er weiß nicht, dass wir nach Innsbruck fahren und
bin ich sehr, sehr gespannt auf seine Reaktion. So, ich räume jetzt immer den Einkauf in den Kühlschrank ein und dann wird eh bald mit gerne nach Hause kommen und dann werde ich mir langsam einen Pizzateig machen. Ja, es geht weiter. Einkauf ist eingeräumt, Küche ist aufgeräumt. Jetzt geht es nur ein bisschen an diesen Esstisch, denn da liegen einige alte Zeitungen, Werbungen und so weiter. Und das werde ich alles ausmisten. Die Decke kommt in die Wäsche und dann wird natürlich noch abgeräumt, damit wenn Miguel gleich heimkommt, das alles schön ist. So, also ich mache das jetzt so fertig und dann geht es an den Pizzateig. So, endlich alles fertig. Es schaut wieder sehr, sehr gut aus. Und jetzt brauchen wir einen Pizzateig. Dann kommt eh langsam Miguel nach Hause und dann wird er bald mal gegessen. Also, ich fange jetzt an mit dem Teig. So schaut er jetzt fertig aus. Das war eigentlich viel weniger, aber durch dieses Stehenlassen ist er noch ziemlich eskaliert. jetzt machen wir die Pizza fertig und dann gibt's Essen. So sieht's aus. Biggie, was sagst du dazu? Sehr gut. Du filmst so rum, ich dachte ich zu. Nein. Schmeckt's? Ja, voll. Das ist die selbstgemachte Pizza, heute mal ein bisschen anders als sonst, ein bisschen dünner gemacht und wir haben immer noch so viel Teig. Hier ist noch eine im Ofen, hier ist noch was, hier ist noch Teig drin. Alles und jetzt gibt's Sugar Mami. Ist voll gut. Ja, jetzt lassen wir uns noch schmecken. Und diese neue Kerze. 4,50 Euro ist gekostet. Ja. Penny. Nicht Penny, Teddy. So, und wenn euch das Video gefallen hat, dann ist es schon vorbei. Ich bin gerade am Moderieren gewesen. Also wenn euch das Video gefallen hat, was macht man dann? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Kommentar da, das ist wichtig. Und schaut das Video zu Ende, dann würdet ihr das sonst gar nicht mehr sehen. Abonniert den Kanal und liked. Ja, und ihr könnt euch schon freuen auf nächste Woche, da kommt dann das Video von dem Ausflug, wo wir waren. Ihr wisst ja schon, wo wir hinfahren. Er weiß es noch immer nicht. Aber du wirst es auch bald erfahren. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich schon. Ja, also dann bis nächste Woche und tschüss. Tschüss. Nein.